Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Autobahnpolizei-Simulator 3. In der letzten Folge haben wir schon unsere erste Mission absolviert, aber das war ja alles noch Tutorial. Heute beginnt der Ernst des Polizeialltags und bevor wir uns jetzt gleich auf die Streife begeben, würde ich sagen, fragen wir erstmal kurz beim Chef nach, ob es irgendwelche News gibt, ob er irgendeinen Auftrag für uns hat oder so. Na, schnell pro forma nachfragen. Bäcker, wie sieht's hier so aus? Im Moment ist es ruhig. Gehen Sie in Ruhe Ihrer Arbeit nach. Alles klar. Okay, bis später. So machen wir es, Herr Bäcker. Dann würde ich sagen, Sammelobjekte sind überall in der Welt versteckt, haben wir schon gesehen. Ja, müssen wir mal später drauf achten. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Und ganz am Ende der letzten Folge habe ich ja schon mein erstes neues Auto freigeschaltet. Nämlich diesen, ja, kleinen SUV. Ich weiß nicht, was der Fachausdruck dafür ist, aber diesen kleinen SUV. Und ich würde vorschlagen, mit dem machen wir uns heute mal auf den Weg. Ich habe eben schon mal eine kleine Testrunde gedreht damit. Und muss sagen, er ist besser als der BMW, den wir davor hatten. Diesen, ja, normalen Kombi. Sehen wir hier vorne auch, ne? Also, ich finde, der steuert sich ein bisschen besser, deswegen freue ich mich auf die heutige Fahrt und bin heute mal sehr gespannt, was wir auch so alles erleben werden. Übrigens, der Name für den Kollegen ist noch nicht gefunden. Ihr hattet zwar ein paar Vorschläge, aber irgendwie war das alles noch nicht, das hat mich alles noch nicht... Wir brauchen den unsympathischsten Vornamen Deutschlands. Genau das hat er verdient, der Besserwisser. Und ihr habt auch geschrieben, ganz zu Recht, Ralle klingt eigentlich zu sympathisch. Also es muss irgendwie, einer hat geschrieben Karl Erich oder so. So in die Richtung muss es gehen. Das gefiel mir schon ganz gut. Aber gut, also ihr habt noch eine Chance. Nutzt gerne die Kommentarsektion, um irgendeinen Vornamen für unseren Kollegen hier vorzuschlagen. Einer wird's dann. Mal gucken wir mal, wie wir den in den nächsten Folgen hier nennen. Karl Erich. Das klingt genauso wie so ein Klugschiff. Vielleicht wird er das auch, aber vielleicht habt ihr noch was Besseres. Der unsympathischste Vorname Deutschland muss es werden. Deutschlands muss es werden. So, wir gucken heute einfach mal, was so hier läuft, was so zu tun ist. Und ich denke, dass wir unterwegs natürlich einige Einsätze reinbekommen werden. Aber natürlich auch wahllos einfach mal Leute rausziehen werden. Ich wurde auch in den Kommentaren gefragt, was ich jetzt hier vom Spiel halte. Ich halte mich mit meinem eigenen Feedback noch so ein bisschen zurück. Ich würde vorschlagen, wir lassen das erstmal so ein bisschen auf uns wirken. Ihr könnt ja schon mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Aber ihr seht es ja selbst, ne? Das ist jetzt nicht die der neue Job-Simulator. Das ist, glaube ich, allen klar. So, hier ist jetzt, glaube ich, schon irgendwie ein Sammelobjekt, ne? Oder, nee, hier kann man vermutlich einen Blitzer aufstellen. Aber sowas machen wir vermutlich später. Sowas muss man vermutlich auch erstmal freischalten. So, aber ich glaube, den Audi hier, den ziehe ich schon mal raus. Oder? Aha. Ja doch, komm. Wir haben gerade nichts zu tun, wir ziehen ihn mal raus. Fahrzeug anhalten. So, mal raus bitte, ne? Wo fährt er hin? Er weiß es selbst noch nicht so ganz. Ah, okay. Jetzt kommt die Sequenz. Und jetzt sind wir angehalten. Also das finde ich echt nicht gut gemacht, ne, mit diesen Sequenzen. Ich will den noch begleiten, bis er dann eben rausgefahren ist. Und nicht so eine Sequenz da haben, aber vielleicht nervt euch das auch gar nicht so sehr. Aber mich nervt das. Gut, hallo, junge Frau. Sie sind einen schon schönen guten Tag. Guten Tag, wie kann ich behilflich sein? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. So sieht's nämlich aus. Ich dachte, das wäre so eine alte Schachtel, aber das ist ja noch eine relativ junge Frau. Bitte zeigen Sie mir Ihre Papiere. So, aber ich dachte, ich wollte gerade sagen, die sieht aus wie eine Ute und es ist eine Ute. Das ist ja klasse, das ist ja großartig. So, Frau Küfer, ich habe sie eingehalten, weil ich mir einfach mal dachte, wir haben gerade nichts zu tun. Irgendwen müssen wir ja anhalten und mal gucken, ob wir hier irgendwas bei Ihnen finden. Aber ich denke, so wie Sie aussehen, sind Sie sehr rechtschaffend. Gut, also. Sieht alles in Ordnung aus. Genau, das sieht schon mal alles ganz gut aus. Dann gucke ich nochmal gerade in Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Sie einen Moment. Die ist nämlich eben so ein bisschen hin und her geschlängelt. Das fand ich komisch. Ach, die Kollegen. Heute ohne Fahrer unterwegs. Autonomes Feuerwehrauto. So, was, wie liest man jetzt hier so ein Kram hier nochmal? 23, das sieht doch gut aus. Da kann man doch nichts sagen. So, mal die Lichter wieder hier. Ja, linker. Sieht auch gut aus. Und war, Bremslicht machen wir auch. Gut.
So, einmal Kofferraum öffnen und da haben wir nämlich den Salat. Da haben wir's. Frau Käfer oder Küfer oder so. Da haben wir es nämlich. Da haben sie sich jetzt gerade kostenlos for free eine Alkoholkontrolle und noch ein Bußgeld dazu mit abgeholt. Das ist schon der zweite Tag im Dienst und zack, eine gute Spürnase hat er. Oh, ich finde das so herrlich hier, das Spiel. Das wird großartig, das Let's Play. So, ist vorhanden. Und jetzt haben wir Numero Uno und Numero Dos. Ne? Das wird mal notiert hier. So, gucken wir nochmal schnell den Kram hier nach. Ja, das läuft wohl ganz gut, ne? Sieht nach weniger aus, als es ist. Profiltief ist ausreichend. Gucken wir hier nochmal schnell. Aber ich denke mal, wenn das an einem Reifen ausreichend ist, dann wird es wohl an allen Reifen ausreichend sein. So, hier nochmal schnell das Licht kontrollieren. Ja. Gut. Dann würde ich sie damit einmal... Damit ist die Kontrolle fast beendet. Genau. Jetzt sagt man nicht, ich würde gerne mit Ihnen einen Alkoholtest machen, sondern ich würde Ihnen einen Alkoholtest oder eine Alkoholkontrolle anbieten. Ja? Das, so muss es formuliert werden. Mertens mein Name. Ich würde Ihnen das mal anbieten hier. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Natürlich, kein Problem. Ach, die ist mal schnippisch unterwegs. So, dann gucken wir mal, wie der Pegel steht. Ach ja. Freunde. Da haben wir den Salat. Unglaublich, dass Sie in diesem Zustand überhaupt noch Auto fahren konnten. Ich dachte mir doch, so wie die da fährt, ne? Ja, dann können wir, an der Stelle können wir die Kontrolle beenden. Sie sind nicht fahrtüchtig. Ich sage es Ihnen, wie es ist. So schnell sehen wir Sie auf der Autobahn nicht mehr. 2 Minuten gefahren, zack, haben wir die Ute hier mit eingecasht. Streifenwagen regelrecht verdient. Wenn es denn sein muss. Wenn es denn sein muss. Sie sind ja der Knaller. Gute Frau. Haben sich nochmal ordentlich einen reingeorgelt, ne? Vor der Fahrt aber ordentlich den Rachen geflutet. Du ahnst es nicht. Also ich hätte jetzt wirklich alles erwartet, aber nicht, dass die Frau sich einen reingestellt hat vorher. Naja. Für die Nerven, ne? So ein Schnäppes nochmal reinhauen. Ich dachte, das sei so eine ganz rechtschaffende Frau, aber so kann man sich nämlich auch täuschen, ne? Ach, die Ute, Frau Käfer, Sie sind wirklich die Kundin des Tages. Dann bringen wir sie jetzt einfach mal weg zur Wache. Kann ich, ah ne, wir fahren mal hier lang. Guck mal gerade schnell auf der Karte, wie die jetzt, achso, wir fahren jetzt hier, genau, okay, dann passt das ja. Nicht, dass wir jetzt hier so einen riesigen Umweg fahren. Na, er ist ja auch auf Stänger, oder... Ein bisschen, oh, fährt hier so ein bisschen komisch. Mal links, mal rechts, wie es ihm gerade passt. Aber wir fahren hier ab. Klasse, großartig. Also das Ganze ist natürlich jetzt hier auch noch eine Beta-Version, ne? Aber bis zum Release ist es nicht mehr weit und ich denke, bis zum Release wird sich jetzt auch nicht mehr so viel ändern. Im Gegensatz zum letzten Autobahn-Polizeisimulator ist das hier technisch wirklich ein Meisterwerk, weil das war ja zum Release wirklich gar nicht gut. Aber ihr seht, die Kamera ist noch ein bisschen schwierig. Dann ist ja auch immer dieser Cursor eingeblendet. Warum das sein muss, weiß ich auch nicht ganz genau. Ja, und dann flackert hier immer mal so ein bisschen was und so, ne? Aber performancemäßig läuft es auf meiner Kiste zumindest relativ gut. Seht ihr ja. So, und wir haben ein paar mehr Autos und ein paar andere Einsätze. Und die Kontrollen laufen ein bisschen anders und so. Also Spaß macht das wohl. Das kann ich nicht leugnen. Und ich werde das hier auch komplett durchspielen auf dem Kanal. Egal wie viele hier durchhalten, das wird durchgeorgelt. So, dann geben wir mal ein bisschen Gas, ne, Frau Käfer? Bringen wir sie mal zur Station. Die erste Kundin des Tages hier heute. So. Flott unterwegs, aber ich weiß gar nicht, gab es hier irgendwie ein Geschwindigkeitslimit? Glaub nicht, ne? Nö, gab's nicht. Und selbst wenn, wir sind ja die Polizei. Ich habe euch ja in der letzten Folge da von meiner Begegnung mit der Polizei da vor ein paar Tagen erzählt, ne? Und da habe ich gesagt, dass
Ich kenne das nur aus Dokus und jetzt ist mir mal im echten Leben passiert. Aber hat jemand von euch ganz richtig geschrieben, Dokus sind auch aus dem echten Leben. Das stimmt natürlich. Warum ist hier ein Warndreieck? Was ist hier? Steht hier irgendjemand? Ah, hier ist ein Blitzer. Mal gucken, dass wir nicht geblitzt werden. Aber es kommt vermutlich auch eher wenig vor oder eher selten vor. Ah, nicht gesehen. Weil wir hier vermutlich relativ oft rausfahren. Und dann haben wir auch keinen Grund, uns blitzen zu lassen. Achso, wir können ja hier lang. So, was machen Sie hier? Einmal stehst du quer, siehst du mehr. Na gut, Frau Käfer. Sind wir gleich angekommen, ne? Kann euch auch mal schnell hier den Fortschritt zeigen. Wobei, das mache ich nachher. Da können wir uns nämlich jetzt jede Folge können wir uns irgendwas Schönes freischalten. Also immer, wenn wir irgendwelche XP verdient haben, können wir die Fahrzeugfunktion verbessern, das Fahrzeughandling verbessern. Wir können neue Gameplay-Elemente freischalten. Wir können mehr Fahrzeuge freischalten. Habe ich ja in der letzten Folge schon gemacht und so. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Und so schaltet man sich oder so hat man auch so ein bisschen Fortschritt eben im Spiel. Was ich ganz schön finde. Gab es ja auch, wie gesagt, im letzten Teil schon. So. Mission erfolgreich, Verkehrskontrolle. Machen Sie es gut. So, 100 XP haben wir erhalten. Gut, jetzt ist hier eine Ente angezeigt. Warum ist da eine Ente angezeigt? Gehen wir einfach mal hin. Neugierig, wie wir sind. Ist das hier? Nee, das ist beim Bäcker. Oh. Was soll denn das werden? Ich erkläre das mal. Ich sammle die, wissen Sie? Und da dachten Sie, Sie nehmen meine Ente einfach mit. Ihre? Oh, ich dachte, die gehört niemandem. Sieht das hier vielleicht wie niemandes Zimmer aus? Nein. Also soll ich die Ente wieder zurückstellen? Um Himmels Willen, nein. Ich will das Ding nicht. Nehmen Sie es mit und machen Sie die Tür hinter sich zu. Okay, bin schon weg. Okay, hier war also die Ente. Was auch immer das jetzt... Oh, hör mal so random. Gut, fahren wir wieder auf Streife. Gucken wir, wann der nächste Einsatz kommt. Also es werden wohl immer mal so ein paar Einsätze kommen, während wir auf Streife sind, aber so ist es eben im Polizeialltag, ne? Da macht man auch mal eine Zeit lang nichts Besonderes. Oder zieht dann eben so Leute wie die Mute da raus. Aber war ja irgendwie auch herrlich. Komm, wir können auch übrigens Reisebusse kontrollieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Geht auch. Jetzt gucken wir mal schnell, was wir hier freischalten können. Also, für den nächsten Rang müssen wir eine Kuh streicheln, müssen hier diesen Einsatz Gefahr durch Tiere absolvieren. Und hier, das haben wir schon. Also 5 Kilometer sind wir schon gefahren. Was können wir denn im Dialog? Das können wir mal machen. Ja. Und Empathie brauchen wir nicht. Das ist nicht so unsere Stärke. Ja komm, den Rest machen wir später. Gut, machen wir uns wieder auf den Weg. Und ich würde sagen, irgendjemanden ziehen wir noch raus. Wenn wir keinen Einsatz mehr reinbekommen, dann können wir zumindest nochmal eine zweite Kontrolle durchführen. Aber irgendwie finde ich das ja lustig, ne? Also auch wenn das jetzt nicht die technische Perle ist hier, finde ich das Spiel schon irgendwie witzig. Und wie gesagt, es macht auch irgendwie Spaß. So. Wir könnten natürlich auch mal die Landstraße nutzen. Wobei, unser Revier ist die Autobahn. So, ich bin hier gerade so ein bisschen auf Streife unterwegs und habe gerade mal schnell auf die Map geguckt. Und siehe da, hier blinkt was. Und ich würde sagen, da fahren wir jetzt einfach mal hin. Ich glaube, das können wir ja auch markieren. Genau. Da fahren wir jetzt einfach mal hin und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Und ich habe mittlerweile auch die Schnellreisefunktion hier entdeckt. Also so langsam werde ich hier so ein bisschen vertraut mit dem Spiel. Ich glaube nämlich... Der Flüchtige wollte über unsere Abfahrt verschwinden und wir haben ihn geschnappt. Ja, hier kommen auch immer... Gute Arbeit. Bringt ihn zur Wache. Die anderen Straßensperren können damit aufgehoben werden. So sieht das aus. Hier kommen nämlich immer Funksprüche rein auf der Fahrt. Also hier ist richtig was los auf dem Funk. Aber das finde ich gut, das bringt natürlich auch so ein bisschen Leben in die ganze Sache. Aber was ich erzählen wollte, ich glaube, das ist eine dieser Spezialmissionen, die wir machen müssen, damit wir im Rang aufsteigen. Und ich kann mich auch täuschen, könnte auch irgendeine Sehenswürdigkeit sein, aber ich glaube, das ist anders markiert. Schauen wir uns jetzt gleich einfach mal an, fahren wir mal hin. Da vorne sieht man schon, hier auf dem
Parkplatz ist es offensichtlich. Und dann gucken wir uns die Lage mal an, was da auf uns wartet. Mal sehen. So. Ah, siehst du. Spezialmission, Gefahr durch Tiere. Es kommt zu einem Unfall, bei dem auch freilaufende Tiere auf der Fahrbahn involviert sind. Du bist zuerst am Ort des Geschehens und leitest die Unfallaufnahme. Möchtest du diese Mission starten? Natürlich. Fahrzeug und Tageszeit werden automatisch angepasst. Natürlich wollen wir das starten. Ich würde sagen, let's go. So, dann fahren. Wagen 1 zur Leitstelle, kommen. Jo. Wagen 1 hört. Es kam eine Meldung wegen freilaufender Tiere auf der Autobahn rein. Wir sind unterwegs. Wagen 1 zur Leitstelle, kommen. Jo. Ich habe inzwischen genauere Informationen für euch. Laut Melder macht eine Kuhherde die Straße unsicher. Das scheinen nicht gerade wenige Kühe zu sein. Okay, also das ist die Mission, die wir schon aus der Demo kennen. Und die müssen wir jetzt offensichtlich nochmal machen, sonst können wir nicht aufsteigen. Und jetzt gibt's nochmal die herrliche Cutscene. Oh nee, die Kuhherde wieder. Lehnt euch zurück, entspannt euch, genießt die große Show. Jetzt fahr mir doch nicht in den Kofferraum. Was wird das denn? Kannst du nicht fahren oder was? Mensch, pass doch auf, das ist gefährlich. Nur so eine Olle, die für die Autobahn viel zu langsam fährt. Hey, ich wollte noch sagen, da... Ja, jetzt ist es passiert. Wenn ihr euch fragt, warum ich das Ding hier Kultspiel genannt habe, genau deswegen. Ganz großes Kino. Der Einsatz ist gerade dringlicher geworden. Wir sind gleich da. Es kam zu einem Unfall wegen der Tiere. Okay, 300 Meter noch. Unbekannt. Wie weit seid ihr entfernt? Wir sind jetzt da. So, und dann lassen wir den Karren mal hier stehen und gucken uns die Lage mal an. Wir sind da. An die Arbeit. Sagst du so leicht? Was machen wir jetzt mit den Viechern? Genau, was machen wir eigentlich damit? Nicht provozieren? Am besten sichern wir zuerst mal die Unfallstelle ab. Das hält die Kühe ganz sicher auf. Spaßvogel. Ich finde heraus, wem die Tiere gehören. Und du befragst in der Zeit die Unfallbeteiligten. Ich stoße gleich dazu. Und pass auf, Tiere sind unberechenbar. Wird gemacht. Ja. Auch in der schwierigsten Situation ist immer noch ein bisschen Zeit für Smalltalk. Gut, dann würde ich sagen, sichern wir einmal schnell die Unfallstelle ab. Dazu müssen wir hier vermutlich die Kegel nehmen und dann müssen wir die einmal schnell hier vorne hinstellen. Wichtig ist dabei allerdings, dass man die im richtigen Abstand hinstellt. Also, da muss man so ein bisschen aufpassen. Ich würde sagen, den ersten setzen wir möglichst weit nach außen. Zack. So. Ja komm, wir machen es jetzt einfach mal so gut, wie es geht. Das macht ja auch keinen Spaß, jetzt hier ewig lang nach der richtigen Position zu suchen. Machen wir mal so. Zack. Ah, hier ist eine. Okay. Zack. Ist auch grün. Und dann nehmen wir die hier nochmal weg. Ein Poller. Und die müssen sozusagen, also optimalerweise werden die hier offensichtlich auf einer Linie platziert. Hier, genau. Da können wir den ersten nochmal schnell korrigieren und dann haben wir es wirklich geschafft. War der jetzt hier falsch? Ja, ich glaube schon, ne? Zack! So, und jetzt haben wir nämlich 100%. Wenn man das anders anordnet, also nicht im grünen Bereich, dann kriegt man nur 50%, 60%, 70%. Also, da sollte man für die maximalen XP dann eben machen. So, jetzt ziehen wir uns noch schnell eine Warnweste an. Auch das muss sein. Hans hier, du kannst dir auch mal schnell hier deine Warnweste anziehen. Sicher ist sicher.
Und dann würde ich sagen, sprechen wir mal schnell mit den Unfallbeteiligten und dann gucken wir mal, was die uns jetzt erzählen. Ich meine, wir wissen ja durch die Cutscene schon, was passiert ist, aber mal gucken, was die uns für eine Story hier auftischen. Die Kühe latschen hier rum. So, grüßen Sie, hallo, die Polizei. Guten Tag, Herr Weiß, richtig? Können Sie mir sagen, was genau passiert ist? Und ob ich das kann? Guter Tag, von wegen. Ich hab's eilig, bin auf dem Weg zu einem wichtigen Meeting und dann steht plötzlich dieses Viech vor mir. Sie sind also wegen der Kühe verunfallt. Wie genau ist das passiert? Na wie wohl? Diese blöde Kuh war urplötzlich da. Ich bin zu Tode erschrocken und hab das Lenkrad verrissen. Kühe tauchen nicht einfach urplötzlich so aus dem Nichts auf. Wir stellen Ihnen ein paar Fragen, dann erfahren wir sicher mehr. So, da haken wir mal nach, würde ich sagen. Als aufmerksamer Fahrer wären Ihnen die Tiere bestimmt nicht entgangen. Wir konnten sie schließlich schon von Weitem sehen. Ich denke, Sie haben während der Fahrt telefoniert. Das hat Sie abgelenkt, weshalb Sie die Kuh auf der Straße nicht sofort bemerkt haben. Was sagen Sie dazu? Das sind doch nur Spekulationen. Sie wissen überhaupt nichts. Das ist Ihr letztes Wort? Ist es. Ich sage dazu nichts mehr. Die Sache gefällt mir nicht. Irgendetwas sagt mir, dass das noch nicht die ganze Wahrheit ist. Aus dem bekommen wir jetzt allerdings nichts mehr heraus. Wenn er nochmal auf der Wache verhört wird, erzählt er hoffentlich dann die ganze Geschichte. Ja, also eins muss ich Ihnen noch persönlich sagen. Ne? Ich dachte schon, mein Kollege ist unsympathisch, aber Sie haben mir nochmal gezeigt, was unsympathisch wirklich bedeutet. Das ist ja nochmal auf einem ganz anderen Level. So gut, Sie habe ich jetzt hier abgefrühstückt, dann komme ich nochmal schnell zu der Dame. Ich grüße Sie, die Polizei. Was können Sie mir zu dem Unfallhergang hier sagen? Guten Tag. Kann ich Ihnen einige Fragen stellen? Natürlich. Gut, dass Sie endlich hier sind. Was ist hier passiert? Der Kerl da vorne ist passiert. Es grenzt an ein Wunder, dass niemand ernsthaft verletzt worden ist. Aha, ja, dann müssen wir mal zustimmen. Da sind wir ganz Empathie bei. Haben wir nicht. Sollten Sie auch. Der Typ ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Den sollte man gar nicht mehr hinters Steuer lassen. In diesem Sinne, helfen Sie uns doch bitte bei der Aufklärung des Unfalls. Genau. Meinetwegen. Zum Geburtstag meiner Schwester komme ich jetzt sowieso zu spät. Da machen die paar Minuten keinen Unterschied. Dabei bin ich extra früh losgefahren. Ja. Haben Sie gesehen, wie sich der Unfall ereignet hat? Ach, nein, leider nicht. Ich hab's nur krachen gehört, kurz nachdem mich der Typ überholt hat. Und dann waren da auf einmal überall Kühe um mich herum. Wir werden den genauen Ablauf ermitteln. Keine Sorge. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Jeder erzählt hier so seine Anekdoten irgendwie. Naja, gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal an die Arbeit. Dann erstellen wir erstmal unsere Unfallfotos, so wie das Spiel das hier vorschlägt. Und dann gucken wir einfach mal, was wir dann, wie wir die Kühe da wieder reinbekommen in das Gehege. Das kann ja was werden. Gut, Attacke. So, jetzt müssen wir hier im richtigen, zack. So, dann nehmen wir hier noch den Auspuff mit. Was müssen wir noch mitnehmen? Hier vorne. Und vermutlich das andere Auto noch, ne? Also das ist exakt die Mission, die man auch in der Demo damals schon spielen konnte, aber wir müssen die eben absolvieren und ich fand es jetzt auch blöd, die so irgendwie offscreen zu erledigen oder so. Aber ich dachte es mir schon, als ich es in dem Fortschrittsmenü, in dem Tech Tree gesehen habe, was wir machen müssen, dass das eben diese Mission ist. Aber macht ja nichts, machen wir jetzt einfach schnell und jetzt müssen wir hier die Unfallskizze machen. Das erste Auto ist schon platziert, dann machen wir erstmal die Wrackteile. Das Auspuffrohr war hier irgendwo, genau. Und dann war hier an der Seite noch, hier war das Auspuffrohr und hier war dann eben der Kram. So, und das steht hier sozusagen so ein bisschen in die Richtung, aus dem das Auto kam. Ne? Da müsste das hier so ein bisschen auf dem Standstreifen stehen, meine ich. Aber es will nicht. War das nicht hier irgendwo? Ah, hier. Ah, doch, so weit entfernt. Okay, gut. Dann haben wir das auch. Können wir wieder schließen. Und dann sprechen wir jetzt mal schnell mit dem Partner. So, der... Es ist wirklich der Wahnsinn, ne? Ich mache hier, ich sperre ab. Ich hole mir eine Warnweste. Ich spreche auch noch so ein bisschen mit den Kühen, ne? Wenn wir schon mal die Zeit haben, dann können wir auch mal kurz streicheln. Ne? Muss auch mal sein. Oh. Haben wir es einmal gemacht. Ich mache hier alles, ne? Und der Partner, der flirtet ein bisschen mit der Unfallbeteiligten. So, jetzt ist mal Schluss hier. Was machen wir jetzt? Wie kriegen wir die Viecher jetzt hier wieder rein? Die Tiere gehören einer gewissen Janina Neudorf. Ach so. Die Wache hat sie kontaktiert.
Sie dürfte jeden Moment hier eintreffen. In Ordnung. Was machen wir so lange mit den Kühen? Ja. Die schicken wir jetzt dorthin, wo sie hergekommen sind. Sicher, weil so eine riesige Kuh bestimmt auf uns hört. Du sollst sie nicht bitten, sondern scheuchen. Aber vielleicht hilft es auch, wenn du ihnen Komplimente machst. Du hast doch eine solch schöne Stimme. Auf dich hören sie bestimmt. Das stand aber nicht in meiner Berufsbeschreibung. Diese Dialoge. So, ach, jetzt haben wir hier 3 Minuten Zeit. Okay, dann Attacke, Abfahrt. Sei so. Ein braves Mädchen. Genau, braves Mädchen. Nee, falsche Richtung. Hoch. Kusch! Falsche Richtung. Leute, wie soll das was werden? So, jetzt. Richtig. Zack, weiter. Kusch! Ja, Richtung stimmt. So, und rinn. Komm, hoch. Und weiter. Boah, das schaffen wir doch niemals, die ganzen Kühe da wieder reinzuholen. Wie sollen wir das schaffen? Ich hab's ja schon in der Demo nicht geschafft, aber ich glaube, hier werde ich noch mehr versagen. Ich glaube, das haben die noch schwerer gemacht, ne? Hier steht ja auch keine Kuh so ein bisschen hier schon in der Schneise, sondern die müssen wir jetzt hier alle reinlotsen. Na, das kann ja was werden. Gut, dann würde ich sagen, nächste Kuh. Komm. Na, jetzt rennt die da gegen das Auto. Dann versuchen wir es mal mit der hier. Bewegt sich gar nichts. Die rennt gegen das Auto, da bewegt sich nichts. Sehr gut. So, dann... Ah, hier, das sieht doch schon mal vielversprechend aus. So, die kann schon mal in Richtung Ausfahrt hier. Dann schicken wir die nächste direkt hinterher. Ab hier wird sie ja wohl den Weg so einigermaßen finden, oder? So. Und nochmal. Zack. So, und dann holen wir schon mal die nächste. Mit dazu, sie können auch gerne helfen, ne? Steck ich hier fest. So, sie können auch gerne helfen. Jeder, der mithelfen kann, ne? Aber wer muss es wieder machen? Der Einzige, der hier arbeitet. Kommissar Ansgar. Na los! Kuhflüsterer seines Zeichens. So, komm. Flott, hopp. Renn in den Lachs. Beweg dich! Genau, beweg dich. So. Und rein. Zack. Hüpfen und rein. Jo. Okay, 2 Kühe noch. Drei Kühe noch. Das schaffen wir nicht mehr. Aber die steht schon mal. Ah, die stand gerade ganz gut. Aber komm, das schaffen wir. Rein. Los. Komm. Hopp. Ach, nee. Komm. So. Und weiter. Wie soll man das schaffen? Wie soll man die alle da reintreiben? 30 Sekunden noch. Beweg dich! Genau, beweg dich! Jetzt rennt die da vor den Baum. Jetzt geht sie hoffentlich rein. Nee, einmal musst du noch angeschubst werden. Beweg dich! So. Hopp! Du bist richtig. Kriegen wir noch. Ja. Naja, wie man sieht, ne? Kriegen wir noch eine rein? Das wäre eigentlich top. Nee, ich glaube, das reicht nicht mehr, die Zeit. Ja, jetzt sehe ich es nämlich schon. Ah. Leute. Kusch! Ah, okay. Es hat nicht für alle gereicht, wie in der Demo schon. Wenn ihr es hinbekommen habt, lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Ich hab's nicht hinbekommen. Vielleicht gibt's irgendeinen Trick. Vielleicht muss man die vorher erstmal alle streicheln, damit die besser auf einen hören. Ich weiß es nicht. Oder dass sie schon mal so Richtung Ausgang gehen. Naja, gut. Ich hab mein Bestes gegeben. So. Frau Neudorf. Ah, Frau Neumann, da sind Sie. Auf Sie haben wir gewartet. Können Sie uns erklären, weshalb Ihre Kühe über die Autobahn spazieren? Um Himmels Willen, das darf doch nicht wahr sein! Wie ist das denn passiert? Das fragen wir Sie. Sagen Sie es uns. Von alleine haben es die Kühe sicherlich nicht von ihrer Weide geschafft. Da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Es ist mir ein Rätsel, wie die Kühe entkommen sind. Nun, etwas wird schon die Ursache sein. Denken Sie ein wenig darüber nach und kommen Sie dann in den nächsten Tagen zur Wache. Dort nimmt man Ihre Aussage auf. In Ordnung. Ich kümmere mich sofort um die übrigen Tiere. Na, besser ist. So, dann sehen wir uns auf der Wache. Und... wir müssen jetzt noch die Straße fegen. Okay. Ach nee. Die haben uns hier alles vollge... Oh nee. Na gut, da muss jetzt hier der handliche Besen muss aber hier auseinandergeschraubt werden und dann müssen wir hier jetzt reinigen. Na, das ist ja großes Kino. Da wirst du doppelt bestraft. Hör mal hier, Hans Werner, das hättest du jetzt. Das hätte der Kollege ja eigentlich mal machen können. Ach, alles musst du selbst machen. Wirklich Wahnsinn. Das ist der Nachteil, wenn man der Neue in der Truppe ist, ne? Kann der sich jetzt schön mit den Leuten unterhalten?
Na? So. Und wir müssen hier fegen. Die kreisen auch schon, die fliegen. Nee, du ahnst es nicht. So. Und hier auch nochmal. Alright. Ja, dann schnacken wir nochmal schnell mit der Rettungswagenmannschaft da vorne. Und dann können wir, glaube ich, jetzt hier das Einsatzgebiet verlassen, ne? Gucken wir nochmal schnell nach. Grüßt euch! So, keiner verletzt hier. Wurde jemand verletzt? Nee, nee. Es gab einen Unfall durch... Nun ja, Kühe. Exakt, Kühe. Ein Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und hat deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er hat sich überschlagen und ist verletzt. Aber den Kühen geht es gut? Die haben vielleicht den Schock ihres Lebens gehabt, aber sonst geht es ihnen gut. Gut, dann sehen wir uns jetzt den Verletzten an. Ah, okay. Dann gehen wir nochmal schnell zum Verletzten. Ja, wie ist das? Müssen wir das jetzt hier abräumen oder können wir einfach losfahren? Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal los. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier nochmal mitnehmen muss, die Absperrung. Aber verlasse das Einsatzgebiet, steht ja da. Aber würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach los, oder? Frau Neumann, gibt es von Ihrer Seite noch irgendwas? Ist Ihnen noch was eingefallen? Hey, was geht? Ach so. Jetzt ist nicht der richtige... Ja, mit dir wollte ich auch gar nicht sprechen. Nee, gut, dann machen wir uns auf den Weg, ne? Tschüssikowski. Verlasse das Einsatzgebiet. Ah, perfekt. 2700 XP. Ja, dann würde ich sagen, mit den Rettungskräften habe ich doch gesprochen. Nicht erfüllte Bonusaufgabe, das sind vermutlich die Kühe da gewesen, ne? Aber gut. Also ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber wir haben jetzt einen neuen Rang. Das heißt, wir haben vermutlich auch neue Einsätze und ein bisschen mehr Verantwortung und ein paar mehr Optionen. Und vor allen Dingen können wir jetzt natürlich auch wieder in unserem Tech-Tree da ein paar Sachen aufrüsten. Zeige ich euch mal, wollte ich euch ja zeigen. Wir müssen, hier jetzt für den nächsten Rang eine Schnellreisestation freischalten. Eine Geschwindigkeitskontrolle müssen wir machen, okay. Und eine Fahrschulherausforderung mit dem Streifenwagen. Okay. Und dann können wir hier unserem Polizei-SUV vielleicht ein kleines Leistungs-Upgrade geben. Damit ist das Handling ein bisschen besser. Ich glaube, das sollte man schon machen. Und vielleicht können wir unserem Charakter hier auch noch... wir hatten ja hier irgendwas mit Empathie, genau. Das können wir noch machen. Dann können wir nämlich auch... haben wir mehr Optionen irgendwie zu reagieren. So, und was ist das? Ah, das können wir später nochmal auswählen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine Schnellreise zur Polizeiwache und dann beenden wir auch die Folge. War ja doch ziemlich viel heute, aber ich glaube so langsam, genau, muss man nämlich einmal hier lange drauf klicken. Wie es auf der Konsole ist, weiß ich nicht, wie das da funktioniert, aber hier mit Maus und Tastatur ist es eben so, dass man einmal lange drauf klickt und dann ist man wieder bei der Polizeiwache. Kann jetzt hier schnell einparken, das machen wir jetzt mal ordentlich. Och, irgendjemand hat hier uns freundlicherweise das andere Auto umgeparkt. Oh, freundlich. An alle Einsatzfahrzeuge. Auf der A47 ist ein LKW geblieben. Gut, dann war es das von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von den Einsätzen hier haltet. Mir hat es Spaß gemacht, muss ich euch ehrlich sagen. Ich bin mal gespannt, was wir in den nächsten Folgen noch so alles erleben werden. Ja, und wie es weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.